Der Amerikaner Bednarski, der Finne Kauko Kangasniemi, der Bulgari Krejcev, Rekustad aus Norwegen, der Amerikaner Thiel, Teils aus der Sowjetunion, Günter Wu, Deutsche Bundesrepublik, Dr. Fouletier aus Frankreich, der deutsche Beinhofer und der Finne Lindros. Beidarmig drücken, Beinhofer, 172,5 Kilogramm. Fouletier aus Frankreich. Der Versuch ist bereits ungültig. Günter Wu mit 175 Kilogramm. ...177,5 Kilogramm für den Amerikaner Thiel. Erster Versuch von Bednarski, 182,5 Kilogramm. Das gleiche Gewicht für Gary Thiel. Und wieder Bednarski, 182,5 Kilogramm. Der Bulgare Krejcev drückt mit 185,5 Kilogramm Juniorenweltrekord. Später verbessert er diesen Rekord auf 187,5 Kilogramm. Mit 187,5 Kilogramm absolviert Bednarski seinen letzten Versuch. Jan Daltz aus der Sowjetunion muss seine Drückversuche mit 190, 197,5 und 200 Kilogramm im Alleingang durchführen. Die letzte Kraftprobe des Russen wird als Weltrekord registriert. Daltz ist überlegen Weltmeister im Drücken. Zweiter wird Krejcev und Bednarski ist Dritter. Beim Reißen scheidet der deutsche Beinhofer durch drei Fehlversuche mit 142,5 Kilogramm aus.
Bednarski 147,5 Kilogramm. Es ist der einzige gültige Reisversuch des Amerikaners. Fulletier aus Frankreich gleichfalls 147,5 Kilogramm. Salz beginnt mit 150 Kilogramm und auch der Finne Lindros stellt sich bei diesem Gewicht vor. Ein weiterer Junioren-Weltrekord mit 152,5 Kilogramm geht auf das Konto von Greitschew. Kilogramm für Bednarski. Und nun teils. Und wieder Bednarski. Weltmeister im Reißen wird Kangasniemi mit 160 Kilogramm. Es klappt aber nicht auf Anhieb. Es folgt der letzte Versuch von Talz. Beidarmig stoßen. Günter Wu benötigt zwei Versuche für 180 Kilogramm. Der Amerikaner Gary Deal hat 190 Kilogramm bewältigt und steigert auf 197,5 Kilogramm. Mit 522,5 Kilogramm wird der Amerikaner Sechster. Erster Versuch von Bednarski, 200 Kilogramm. Es steht nun fest, dass er völlig außer Form ist. Auch Talz beginnt mit 200 Kilogramm. Bednarski bessert aus. Er setzt den letzten Versuch auf 207,5 Kilogramm an. Er übernimmt mit 530 Kilogramm den dritten Platz. Vor ihm liegt der 20-jährige Greitschew mit 535 Kilogramm. Für Talz wurde das Handelgewicht auf 210 Kilogramm erhöht. Er schraubt damit den Dreikampfweltrekord auf 565 Kilogramm, verzichtet auf den letzten Versuch und wird Weltmeister.